Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Franziskus hat an diesem Sonntagmorgen in der Sixtinischen Kapelle 32 Babys das Taufsakrament gespendet. Der Papst setzt damit eine Tradition fort, die schon unter seinen Vorgängern Papst Benedikt XVI. Und Johannes Paul II. Bestand. In seiner kurzen Predigt forderte der Papst die Eltern und die Paten auf, den Glauben an die Kinder zu vermitteln. Jede Taufe stehe für die ununterbrochene Kette der Glaubensvermittlung seit dem Erscheinen Jesu und jedes Kind sei ein Glied in dieser Kette. Christus habe den Menschen vor seiner Himmelfahrt den Auftrag gegeben, in alle Welt zu gehen und zu taufen. Der Glaube sei das schönste Erbe, das Eltern ihren Kindern weitergeben könnten. Ma il cuore più bello è questo, dei bambini che fanno rumore e alcuni piangeranno perché non sono comodi o perché hanno fame. Se hanno fame, mamme, dateli da mangiare, tranquille, perché loro sono qui il principale.